allerletzten Mal, Charlotte. Nein! Und wenn du dich auf den Kopf stellst? Warum? Ich kapier's nicht. Jeder verdient eine zweite Chance, Mama. Auch Mörder? In was für einer Welt lebst du? Das ist Freiheitsberaubung. Ist ein Rührei. Du hast recht. Du lässt ihn raus? Er kommt weg. Du verkaufst ihn? Oh, Gott bewahre, das wäre fahrlässige Tötung. Als würde ich ein Auto verkaufen, was keine Bremsen mehr hat. Das kannst du nicht machen. Oh, schon so spät. Ah, ich muss los, ich muss zum Bäcker, sonst macht er zu. Ich spreche nie wieder ein Wort mit dir. Bist du so lieb und räumst den Tisch ab, stellst alles in die Geschirrspülmaschine? Ich hasse dich. Ah, und noch nicht anstellen, Tabs sind leer. Ich bin's. Alles gut. Ganz ruhig. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir beide machen heute eine Tour zusammen. Henry, alles gut. Alles gut, okay? Ich mache jetzt auf. Henry. Alles gut. Wow, 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 wow. Alles gut, Henry. Alles gut. Ganz langsam. Ja, so ist gut. Alles gut. Nicht rennen. Jetzt beruhig dich doch. Das wäre mir jetzt echt zu süß. Das ist ein Katerfrühstück vom Feinsten. Mhm. A, Zucker ist mein Seelenverwandter und B, ich habe keinen Kater. Aha. Dann gehörst du wohl zu den glücklichen 30% der Bevölkerung, die genetisch bedingt mehr alte Dehydrogenasen zur Verfügung haben. Was für Nasen? Dehydrogenasen. Das sind Enzyme, die dem Körper helfen, Alkohol abzubauen. Mhm. Nö, aber ich mag einfach keinen Alkohol. Apropos abbauen. Lass stehen. Ich kümmere mich später drum. Ich werde mich heute auch noch um unsere neuen Haustiere kümmern. Aha. Mögen Waschbären auch Torte? Ey, bloß nicht. Da steht Katzenfutter neben dem Gehege, ja? Mhm. Sag mal, wann kommt mein Vater wieder? Ich glaube nächste Woche. Der leckt noch immer seine. Ich bin nicht mehr mit Lala zusammenbunden. Dann verpasst er ja deinen großen Tag. Praktikumstart ist ja jetzt keine Herzoperation oder so. Komm, ich setz dich am Krankenhaus ab. Ich muss eh gleich los, ja? Guten Morgen. Morgen. Hey, da ist ja das Geburtstagskind. Geburtstag? Hatte wer Geburtstag? Also ich hatte keinen Geburtstag. Ich bin nicht älter geworden. Nein, du bist nur ein Jahr schöner geworden. Und was hat sie gestern noch gesagt? Geburtstage sind das Tollste. Hab ich gesagt? Ja, hast du gesagt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh Gott, wie das hier aussieht. Siehst du? Deswegen wollte ich das gestern Nacht noch wegmachen. Tageslicht ist der schlimmste Feind von Partys. Ey, wenn du jetzt meckerst, dann bring ich dich wieder hoch ins Bett. Okay, macht ihr mal euer Ding, ich hau jetzt auch ab. Ey, ich wollte dich doch fahren. Ja, aber du fährst heute nach Leipzig und so eine Verabschiedung kann auch schon mal länger dauern. Wo er recht hat, hat er recht.